Für mich ist das Besondere an den Bregenzer Festspielen der Ort, der See, die Verbindung Kunst mit der Natur. Turandot habe ich gewählt, weil das Stück für mich genial auf diesen Ort Seebühne passt. Es sind die Bassenszenen, es ist die doch auch zum Teil sehr martialische, starke Musik mit den gegengleich sehr intimen Szenen. Und ich habe mir es einfach unglaublich toll vorgestellt, Ness und Bormer am See. Ich meine, diese Arie, also wenn man auf den See schaut, kann man sich es wirklich perfekt vorstellen. Und das ist für mich so, das passt so zusammen, das an einem Sommerabend am See, das ist irgendwie für mich mit ein Grund gewesen, Turandot zu wählen. Hoffmann ist ein bisschen wie ein Steinbruch, wo man sich auch bedienen kann der Teile und der Möglichkeiten, die da sind. Und in der Kombination mit Stefan Herheim ist es für mich eine einmalige Möglichkeit, hier dieses Stück in einer ganz besonderen Inszenierung zu präsentieren. Und das ist auch die Stärke der Festspiele, dass man versucht, in einem relativ knappen Zeitraum möglichst viel zu bündeln und ein Feuerwerk an Möglichkeiten zu haben. Ich spreche von einem gelungenen Sommer, wenn es uns gelungen ist, Ihre Neugierde in Begeisterung zu verwandeln.